Jeden Tag das Gleiche. Nach draußen kann ich nicht. Viel zu schlechtes Wetter. Den Fernsehreceiver habe ich bis heute nicht auf digital umgestellt. Boah, viel zu viel Arbeit. Und wieder mal keiner da, mit dem ich zocken kann. Das mache ich nur aus meinem Leben. Du willst berühmt und reich werden? Du willst Anerkennung einer ganzen Generation? Ein Vorbild der Gamer? Der Held der Moderne? Dann herzlich willkommen zum Let's Play Tutorial. Wie fange ich richtig an? Nun, zuerst einmal brauchst du einen YouTube-Kanal. Der ist aber meistens schnell erstellt. Ab auf youtube.com und ein Konto erstellen. Gemacht? Klasse! Jetzt ist der Erfolg quasi schon vorprogrammiert. Jetzt geht es daran, ein Spiel auszuwählen, was du auf deinem Kanal Let's Playen willst. Oder vielleicht sogar mehrere? Bedenke immer, Schule oder Ausbildung ist sowieso nicht so wichtig, wie Mami und Papi immer sagen. Die sind sowieso nur neidisch auf deine krassen Gamer-Skills. You wanna die, buddy? There will be consequences. Und wenn du erstmal erfolgreich bist, berühmt bist oder sogar in Geld schwimmst, bist du sowieso auf einer Stufe mit Bruce Willis und Florian Silbereisen. Was wollen die dir dann noch sagen? Bei der Wahl der Spiele gibt es einen wichtigen Punkt. Spiele coole, geile, erfrischende Games, welche so richtig fetzen. Dazu bieten sich momentan Minecraft oder auch ein x-beliebiger Call of Duty Teil an. Und wenn du so ein richtig harter Ficker bist, lass dir vom großen Bruder auf jeden Fall ein indiziertes Spiel bestellen. Damit wirst du nämlich hundertprozentig zum beliebtesten Jungen der ganzen vierten Klasse. Hashtag unerreichbar. So, jetzt geht's ans Aufnehmen. Und was? Du weißt nicht, wie man aufnimmt? Kein Problem. Andere Tutorials würden die jetzt zu einem Aufnahmeprogramm wie OBS oder einer Elgato für Konsolen raten. Aber nein. Dein Handy einfach während des Spielens per Schulbücher, die haben jetzt wohl doch einen Sinn, und Energy Drink Dosen vor dem Monitor fixieren. Und den Video-Anknopf drücken. Am besten sogar im 4:3 Format. Ist oldschool und so. Und, ach ja, falls du dir wegen der Qualität Sorgen machst, auf YouTube gilt, auf Qualität achtet niemand. Und wenn du deinen zukünftigen Abonnenten niemals Qualität bietest, werden die es auch nicht vermissen. Ach ja, bevor ich's vergesse, dieses Video bloß nicht teilen, sind ja schließlich Geheimtipps, die absolut niemand außer dir wissen sollte. Und in der ganzen YouTube-Szene gilt sowieso, jeder für sich selbst. Kooperationen sind was für Lutscher und Sims-Spieler. Ab geht's zum Aufnehmen. Das erzähle ich dir aber irgendwie später. Hab jetzt gerade keinen Bock mehr. Und ich muss jetzt erstmal in Rewe. Hab gerade gelesen, die haben momentan einen Kasten Freigraf im Angebot. Naja, tschüss. So, liebe Freunde, da habe ich ja richtig viel gelernt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schreibt es mir unten in die Kommentare oder soll ich vielleicht ein anderes bekanntes YouTube-Format mal parodieren? Ich meine natürlich völlig ernst darstellen. Auch das unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich da oben auf den Abonnieren-Button klicken oder uns einfach einen Daumen nach oben da lassen. Bis dahin, euer Buddy von BudTV.